Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ich habe für euch einen Action-Haul heute in meiner Kiste. Und ich habe viele schöne Dinge ergattert und die würde ich euch gerne vorstellen. Machen wir die Kiste einmal auf, einen kurzen Blick und dann geht's auch schon los. Fangen wir ganz unspektakulär an. Ich habe ja gesagt, in dem Teddy Hall, dass ich mir diese Filzkleider geholt habe. Und der Action hat da das Gegenstück, und zwar diese Klettverschlüsse. Und da würde ich gerne diese Blending Tools testen, indem ich die Filzkleider da drauf mache. Das andere war ja so ein Schaumstoff und das lässt sich nicht wirklich gut verarbeiten. Das habe ich mir dafür mitgenommen. Dann habe ich mir, das hatte ich euch auch bei Teddy gezeigt, so ein Glas mitgenommen als Vorratsglas. Und das möchte ich gerne noch beschriften mit meinem Plotter. Und das werde ich euch dann auch noch zeigen. So, weiter geht's. Einmal gab es ja neue Ribbonbänder und die haben wir noch gefehlt. Das ist die vierte Variante, die es im Moment gibt. Und da sind auch wieder 12 mal 1 Meter drin. Dann habe ich noch eine Sorte Washis gefunden. Da hatte ich euch das letzte Mal ja gezeigt, welche ich da mitgenommen habe. Mal gerade gucken. Jo, da sind sie. Und die haben so schöne Blätter, Blumenmuster. Und deswegen mussten die auch einfach mit. Genau, da sind 6 Stück in einer Packung. Sind die alle gleich breit? Ja, die dicken sind alle gleich breit und ein dünnes. So, dann haben wir das. Dann gibt es neue Papercraft Sets. Und zwar sind das die, wo es Stanzteile gibt und Aufkleber und sowas. Und die habe ich mir mitgenommen. 4 Stück. Das sind einmal die hier. Gehen wir mal so grob durch. Auf der Rückseite ist ja immer schön alles bebildert. Und dann sind einmal diese Ausstanzteile da drin. Die könnt ihr euch rausmachen. Dann gibt es diese A4-Blöcke. Blöcke, Papiere. Bandseitig bedruckt. Dann die A5. 5 Designs beidseitig bedruckt. Dann gibt es einmal diese hier mit die Seite mit den Stickern. Dann gibt es einmal 8 Tags in diesem Set und Holzlabels. So, drehen wir mal rum. Machen wir mal gerade hier so ein bisschen auf. Das blendet ein bisschen, ne? Mal gerade gucken, ob man das irgendwie... Naja, es spiegelt ein bisschen. So, das sind die Teile zum Herausnehmen. Dann haben wir hier wieder die Papiere. Genau so ist das aufgebaut. Hier hinter befinden sich die A5-Papiere. Dann ist einmal, sind die irgendwie benannt? Nein. Ich würde sagen, das ist das braune Naturset, Tierset oder wie wollen wir es nennen, einmal das. Dann gibt es einmal ein Set in Rot. Der Inhalt ist der gleiche, nur die Designs sind ein bisschen verschieden. Und hier sehe ich gerade, da kann man wieder eine Box machen. Das war beim letzten Mal auch so. Hier gibt es auch eine Box. Wenn wir gerade gucken, waren hier auch Boxen bei. Ne, hier sind nur die Teile zum Rausdrehen. Wie gesagt, hier gibt es noch Boxen, die kann man falten. Dann haben wir wieder hier die Papiere, wobei das Papier letztes Jahr in den 15x30 Blöcken war. Genau. Also wieder 6x A4 und 5x DIN A5. Und hier wieder Sticker, Labels und Tags. Genau. Für alle, die mal schnell ein Kärtchen machen wollen oder halt nicht so aufwendige Karten machen wollen, also die nicht selber gestalten wollen, nehmen die Teilen,
nehmen die Teile einfach hier raus, nehmen einen Kartenrolling und gestalten sich ein schönes Gärtchen. Sieh, ah, hier ist das Haus abgebildet. Kann man gar nicht erkennen. Ah, hier ist das eine. Das sind ungefähr so 10 cm. Da kann man sich so ein kleines Häuschen zusammenbauen. Sehr schön. Das. So, dann haben wir hier so ein lila hellblau Set. Fangen wir mal oben an. Hier sind wieder die Standteile zum Raustrennen. Dann haben wir die A4 Papiere doppelseitig. Die A5 Papiere. Die Sticker. Und hier sind kleine Glöckchen bei. Und einmal wieder die Tags. So, hier seht ihr die Größe von diesen Glöckchen mit einem Jute-Seil. Einmal die süßen Aufkleber. Ja, die sind auch echt schön passend dazu. Auch, oh, der ist ja süß. Die sind auch echt süß, die Teile. Die Eisbären, echt knuffig. Hier gibt es noch mehr Eisbären. Echt süß gemacht, also da kann man nichts zu sagen. Und dann halt farblich passend die Papiere. Dann haben wir noch ein Set in, ja, braun-schwarz. Gold würde ich jetzt mal sagen, gehalten. Fangen wir wieder hinten an. Das sind wieder die Ausstandsteile. Dann die Papiere, wobei ich das jetzt nicht so, naja, überzeugt bin für Weihnachten. Aber naja, gut. Und dann einmal die A5-Papiere beidseitig bedruckt. Die Stickerteile. Hier haben wir goldene Glöckchen. Und die Tags. So, gucken wir mal rein. Dann haben wir hier die Aufkleber, die Glöckchen. Was sehen wir noch hier? Die Ausstandsteile. Sehr naturell gehalten. Schön ist, dass die Teile halt auch einfach nicht so einen weißen Rand haben. Manchmal hat man so Ausstandsteile und dann ist der Rand einfach total weiß. Das finde ich persönlich nicht so toll. Ich mag es dann auch eher, wenn man es ausstanzt und das passt dann, der Rand passt dann farblich. Oh, gerade hier gucken. Nochmal, ja. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. So, das waren die 4 Sets. Dann geht's weiter. Lux Paper Block. Lux sage ich schon. Da habe ich auch 4 Stück erhalten. Und da sind immer drin. Wir fangen einfach an. Einmal diese Ausstandsteile auf der ersten Seite. Dann dieses Vellum zum Ausschneiden. Dann ein Alupapier und sagen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bögen DIN A4 Designpapier. Die sind auch süß. Der Hund macht wieder Randale am Mülleimer. So, Mülleimer entfernt, Hund ist, hält Ruhe. Jetzt muss er sich was anderes suchen. So, und das hier. So, und dann kommen wir schon zu den Ausstandsteilen. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Seiten Ausstandsteile. Auch hier, muss ich mal gerade gucken. Ja, der Rand ist halt nicht weiß und mit eingefärbt teilweise. Das finde ich sehr, der ist ja süß. Sehr, sehr süß. Gucken wir mal hier durch. Schöner Nussknacker. Das Auto finde ich auch ganz süß. Ja, hier sind die nicht ganz so dicht geschnitten wie in den anderen Sets. Hat man schon ein bisschen mehr Rand, sieht man hier, ne? So, ein kleiner Narkoser Schneemann-Tasse mit heißer Schokolade.
Auch für die, die gerne schnell ein Kärtchen machen wollen oder schnell viele Karten machen wollen, die sich keine extra Stempel dafür kaufen wollen, ist das eine tolle Sache. Dann kann man schnell und günstig sich ein paar Weihnachtskarten erstellen. Einmal dieser Block. Dann, ich glaube, hier das hier. Das war mein absoluter Favorite Block. Und finde ich echt total süß. Auch von den Farben her. Hier gibt es einmal die Zahlen für einen Adventskalender. Hier das Metallpapier in Roségold. Sehr schön. Also da kann man schon echt tolle Sachen mitmachen. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, weiß ich aber jetzt nicht wo. Das kommt mir doch bekannt vor. So, dann geht's wieder an die Ausstandsteile. Ich denke mal, in jedem Block ist für jeden irgendwas dabei. Da lässt sich auf jeden Fall was finden, um wirklich schöne, schöne Kärtchen zu machen. Hier sind die restlichen. So. Dann haben wir diesen hier. Und die auch alle mit. Ja, doch, erste Seite sind auch Ausstandsteile. So. Einmal in Silber. Das Metallic-Papier ist jetzt so ein dunkles Silber. Finde ich auch. Sehr schön. Dann sind hier wieder diese dunklen Papiere, wo ich sage, pfuh, Weihnachten. Ja. Aber das ist alles Geschmackssache. Das muss jeder für sich selber wissen. Bestimmt zaubern die ein oder anderen auch aus den dunklen Papieren wunderschöne Karten. Aber mir fällt da so gerade auf Anhieb so jetzt nichts ein, wie ich die verwenden könnte. Die Schlittschuhe finde ich auch ganz toll. Ich hatte wirklich mal so weiße. Ich weiß gar nicht, ob die noch bei meinen Eltern vorhanden sind. Weiße. Die fand ich total cool. Weiße Lederschlittschuhe. Oh, ein Traum. Mein Traum. Sagen wir es lieber so. So. Alles zum Backen für die Küche. Mal wieder dieses Vellum. Dann haben wir einmal Holopapier. Ja, genau. Ist nicht so ganz meins, Holopapier, aber das ein oder andere kann man schon mal verwenden. Einmal kariert die gebackenen Alphabetkekse. Einmal kariert, einmal marmoriert. Einmal was passend zur Küche mit einer Duftkerze. Einmal eine Holzoptik, das sieht halt eher so gemalt aus, nicht so eine fotografierte Holzoptik. Dann die Lebkuchenhäuser, die Streusel. Hier geht es weiter in der Küche. Schöne Sachen. Vielleicht für die Mami, die gerne backt, eine schöne Weihnachtskarte. Ansonsten kann man die Sachen ja auch für andere Sachen noch verwenden. Die muss man nicht unbedingt für eine Weihnachtskarte verwenden. Auch süß. Oh, ein Haar gibt es da auch. Ho, ho, ho. Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Muffinform. Na, da ist noch ein Haar. Nee, schade. Ich dachte, kann man ein Ho, Ho, Ho rausmachen. So, die lassen sich auch wirklich leicht lösen. Das seht ihr ja hier schon beim Durchblättern. Fallen die ja schon fast raus. Mal ein Rezept. Ein Rezeptbuch. Ach ja, hier ist auch so ein Rezeptbuch. Da könnte man noch was selbst draufschreiben. Mal zum Beispiel ein Rezeptbuch verschenken, wir könnte man ein schönes Kärtchen dazu machen.
was auch immer schön ist, ein Rezeptbuch mit eigenen Rezepten zu verschenken. Genau. Dann finde ich immer sehr persönlich und jeder hat ja andere Rezepte und ich liebe es auch, Rezepte nachzukochen, backen, die von anderen sind, wo ich noch nie was von gehört habe oder noch nie gegessen habe oder ja. So, weiter geht's. Ich muss leider einen kleinen Cut machen, aber wir kommen jetzt zum Rest der Kiste. Und weiter geht's. Ich habe was Süßes gefunden und zwar einmal diese Steinmal-Sets. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene. Die habe ich mir mitgenommen. Die kommen bei den Kindern in die Weihnachtstüte. Genau. Einmal das hier. Da sind, kann man gucken, was da sind. Drei Steine bei. Klar kann man Steine auch so sammeln. Aber hier hätten die Kinder schon mal Farben. Und das sieht mir so aus, als wären das wie Tattoos. Ich möchte das jetzt nicht auseinanderreißen. Und die kann man wohl da drauf machen und dann steht hier irgendwas. Nee. Dann hat man direkt Vorlagen, die man ausmalen kann. Man sieht direkt seinen Erfolg. Mal gerade hier gucken. Hier sind diese Glitzerteile bei und Glitzerfarbe. Genau, sind so. Jetzt sieht man es besser hier auf dem Bild. Glitzersteinchen. Und die hier. So. Dann gab es neues Baker Twine. Also diese mit Gold und Silber, glaube ich. Ich habe mir nur die hier mitgenommen. Die anderen gefielen mir leider nicht. Da würde ich euch wieder das Bild hinten anhängen. Gibt es, glaube ich, noch in Orange und Grün. Und was war es denn noch? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das ist das, was mir gefiel. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. Dann gibt's neue Stickerbooks. Sind jeweils 24 Seiten. Hier der ist mit Goldfolie. Und dann gibt es die einmal, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Einmal mit, die Folie ist dann durchsichtig und einmal auf einem, hier kann man vielleicht den Unterschied sehen, weißen Hintergrund. Kann man es sehen? Ich weiß gar nicht. So, gehen wir mal durch. Die werde ich wahrscheinlich dann auch entsprechend verschenken. Ich brauche die nicht unbedingt. Sind ein paar nette dabei. Aber ja, ist nicht so meins. Aber wie gesagt, man braucht ja was. Adventskalender oder Geschenktüten. Und da kann man das immer so als Kleinigkeit super mit beipacken. Die Kinder freuen sich doch immer, wenn sie Aufkleber haben. Und ihre Sachen verschönern können. Leider, wie bei uns auch, landen die natürlich schon mal an Türen. Dann muss ich die immer abfriemeln. Oder werden schon mal überklebt, wenn Aufkleber irgendwo sind, die nicht mehr ganz so toll sind oder nicht mehr altersentsprechend. Dann werden die auch überklebt. Das ein oder andere lasse ich natürlich auch mal an den Türen. Ich mache jetzt nicht direkt da alles ab. Wir haben fundierte Türen, da ist das kein Problem. Da kriegt man das auch ganz gut wieder ab mit einem Schwämmchen und Wasser. Wasser, ja. So, einmal. Dann haben wir Galaxy auch wieder foliert. Mal schnell hier durchblättern. Für einen Terminplaner oder sowas, wer sich gerne sowas da reinklebt, sind die echt gut geeignet. Das sind sehr schöne Farben. Hier ist mein Einhorn. Das sind doch durchaus schöne Muster, aber wie gesagt, ich brauche das nicht. Sieht auch schön aus. Nicht unbedingt. Ne? Man klebt es hier zusammen. So. So.
klebt schon wieder hier. An einer Ecke klebt es ein bisschen. So. Oh, ein Alien. Okay. So, das war der. Dann habe ich 5 Stück bekommen. Ich glaube, der hier gefällt mir so am meisten. Das ist vielleicht noch einer, den ich behalten werde. Die anderen gehen in Adventskalender oder in Weihnachtstüten. Und mach wieder Randale hier. Versuche mich zu ärgern. Happy Birthday kann man mal auf einen Umschlag draufkleben. Genau. Sind schon schöne Dinge bei. Today, hier haben wir ein paar Buchstaben. So. Aber wie gesagt, sind immer abwechselnd, einmal mit so einem weißen Blatthintergrund und einmal mit so transparent. Als transparenter Aufkleber. Ich weiß gar nicht, kann man das erkennen? Nicht so ganz so gut. Kleben die denn immer die letzten an der Seite zusammen? Mensch, Mensch, Mensch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, der hier. Und dann haben wir den hier mit dem Animal Print auch wieder foliert. Ach ja, die ist ja auch süß. Immer die Buchstaben mit dem Animal Print. Ach, das Zebra. Wohl, da gefallen mir doch auch noch ein paar Sachen. Ja. Oh. Oh, hier fehlt einer. Ah, guck dir das einer an. Hier fehlt einer. Ist ja krass. Ja, die sind so durchgestanzt. Kann natürlich sein, dass der verloren. Oh, das sieht auch schön aus. Dass der verloren gegangen ist. So what? Jetzt wieder nicht so mein Luftballontier. Oh, die Feder ist auch ganz süß. Die sind nicht so durchgestanzt. Da vorne, die waren richtig bis hinten durchgestanzt. Der Eiffelturm. Eine Feder, ein Croissant. Oh, der ist auch nicht schlecht, der Block hier. Echt süß. Flamingo. Der ist ein bisschen orange geraten. Schade. Shopping Time. So, dann haben wir hier Pink Stickerbook. Na, scheinbar alles mit Pink. Ja. Sieht fast so aus. Aber der ist auch süß. Ja. Melonen. Süß, süß, süß. Oh, eine kleine Avocado. Ist die süß. Niedlich. Echt süß. Da kann man für ein Urlaubsalbum oder sowas, kann man das auch ganz gut nochmal eine Avocado nehmen oder für Liebesbriefe, falls hier noch jemand schreibt. Wahrscheinlich eher weniger. Ja, doch eher weniger. Also in meinem Alter mal zumindest schreibt man keine Liebesbriefe mehr. Oder ich schreibe keine mehr. Buchstaben in Pink. The Fruits. Und dann ist es auch süß. Ups. Ja. Tja, das Beste aus allen Blöcken, das wäre natürlich das mit Räumchen, aber dem ist leider nicht so. Man muss ja nehmen, was man bekommt. So, dann geht's weiter. Es gibt wieder die Mirror Cards und diese Holo-Blöcke. Beziehungsweise Blätter. Das sind ja keine Blöcke, das sind ja einzelne Blätter. Und diese Hologramm habe ich mir mal letztes Jahr welche geholt. Brauche ich aber jetzt nicht unbedingt. Oh, das sieht aber matt aus. Sind die alle so matt? Oh, cool. Oh, cool, guck mal. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. So, also nicht super glänzend, sondern es hat eine matte Oberfläche. Oh, das ist ja toll. Also das gefällt mir mal. Mal Roségold und so ein Pinkton.
Das ist matt. Das ist ja toll. Ich dachte, das wäre so hochglänzend. Oh, das gefällt mir ja echt mal gut. Da habe ich schon eine Idee mit. Ich glaube, da muss ich mir davon noch was holen. Weil von dem Hochglänzen habe ich noch ein bisschen was. Und da habe ich gedacht, ich nehme noch eine neue Packung mit. Das ist auch sehr schön, dieses ja, Burgund oder wie nennt sich das? Guck mal. Ach, guck mal, die drei Farben sind echt wunderschön. Oder? Ja, sieht super aus. Und da habe ich gedacht, ja, nimmst du ja nochmal mit. Hast du nochmal Vorrat? Einmal das Lila. Und ich habe gar nicht gesehen, dass die matt sind. Steht das so drauf? Multiple Colors. Spiegelkarton. Aber das ist doch kein Spiegelkarton. Das spiegelt mir aber nicht. Wie ihr seht, das ist eher matt. Habe ich gerade so welchen Spiegelkarton. Und ein Stückchen griffbereit, dass man mal den Unterschied sehen könnte. Nee, nur Glitzer hätte ich jetzt gerade hier griffbereit gehabt. Ja, wie gesagt, ich glaube, davon hole ich mir noch was, weil die Farben gefallen mir echt gut. Wobei auf der Verpackung draufsteht, die Farben können variieren. Das heißt also, es sind nicht immer die gleichen Farben in einem Päckchen. Aber die Auswahl hier ist sehr gut. Ich würde auch nur ein Päckchen nehmen, wo die hier drin sind. Das sind meine absolut favorite Farben hier. Genau. Tada. Und dann gab es in der Kinderabteilung Stifte. Und da bin ich mal gespannt, wie die malen. Da machen wir auch gleich mal ein Päckchen auf. Es gab vier verschiedene. Einmal steht über Markers Metallic. Markers Metallic. Markers Metallic. Gut. Die Farben gibt es davon. Einmal hier so. Wo haben wir denn mal was zum Aufmachen? Nimm mal einen Scher schon heute. So. Fangen wir mal. Machen wir mal hier so ein Päckchen auf. Könnt ihr die auch im Original sehen. Dann nehmen wir uns mal ein Stück Papier. Habe ich den hier jetzt ein Stück? Ach ja, das war gerade dieses Papier, so ein beschichtetes Papier von diesem Tüll, den ich euch im Teddy Hall gezeigt habe. Bin mal gerade aus. Also so sehen die Spitzen aus. Ja. Nehmen wir mal aus jedem Päckchen zwei. Das gefällt mir auch ganz gut. Mal gucken, wie die sich so geben, die Farben. Das ist einmal das Päckchen. Stecken wir auch wieder hier rein, bevor die hier gleich durch die Gegend fliegen. Und dann gucken, ich zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht. So, sind wir hier. Das sind diese Farben hier. Auch gut, sehr schön. Das wird ja so eine ähnliche sein. Ist das gleich oder ähnlich? Mal gerade gucken. Nee. So, dann nehmen wir mal diese hier. So ein orange-braunton. So, dann packen wir das hier wieder rein. Dum, 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 dum. Einen Augenblick. So, die sind wieder verpackt. Dann haben wir hier, das sind so Pastellfarben. Sehr schön. Das kriegt sich auf. Mei, das dauert nur noch 2 Stunden. Vielleicht anstatt der kleinen Schere. So, das sind die Farben auch. Oh, wie schön. Nehmen wir direkt den. Der guckt hier so schön raus. So, was haben wir denn? Nehmen wir mal den silbernen hier noch. So, die hier. Und, ach, hier liegt ja auch ein Messer. Nehmen wir das doch. Tipp.
geht doch viel schneller. Und die hier. Oh, die sind auch echt. Wow. Gefallen mir gut. Also ich glaube mal so auf Anhieb würde ich jetzt sagen, es sind keine doppelten Farben. Hier noch das Blau. Die malen schön. Also, das möchte ich sagen. Fühlen sich gut in der Hand an. Und die, nehmen wir das hier noch. Und das interessiert mich mal auch, ja. So. Das wären die Stifte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich gerade zufällig, was steht nämlich nicht drauf, ob die auf Alkohol- oder Wasserbasis sind. Steht nichts drauf. Jetzt halte ich euch das mal ein bisschen näher. Wie ihr sehen könnt, die schimmern so schön. Das ist dieser Metallic-Effekt. Und ich habe noch ein bisschen Wasser im Wassertankpinsel. Wollen wir mal gucken, ob die wasserlöslich sind oder drücken, bis Wasser kommt. Ja, fast. So. Oh, ich sehe gerade, ich habe den Pinsel überhaupt nicht gereinigt. Ich habe mich gerade mal auf dem Tuch abgestrichen. So, jetzt ans Weg an Farbe. So, die sind, würde ich mal sagen, warte mal sauber. Pinsel machen wir noch über eine andere Farbe. Nicht wasserlöslich. Würde ich jetzt mal auf Anhieb sagen, beziehungsweise auch nicht richtig wasserfest. So, also könnte man eventuell, und das probieren wir gerade mal aus, wir haben ein Stück Plastik hier, die auch so ein Stück Plastik machen. Hier seht ihr das, also es ist nicht wasserfest, aber das Glitzer bleibt, seht ihr? So, jetzt nehmen wir nochmal welche und gucken mal. Ich würde mich hier mal so aus, ob man die auf Folie malen kann. Ja, auch cool. Da kann man auch Folie mitmachen. Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen Wasser da drauf machen. Wahrscheinlich werden die sich nicht vermischen. Ja, denn hier dran gespielt, zugedreht. Doch, oh, guck mal. Also auf der Folie lösen sie sich auf. Jetzt matschen wir einfach mal das da drauf. Mal nimmt man Aquarellpapier dafür, dann geht das ein bisschen besser. Und guckt mal an, es geht. Also man könnte auch. Wegwischen, hier mein Schmuddeltuch zum Abwischen. Man könnte durchaus, wenn man das jetzt so sieht, gleich man es jetzt auf dem Aquarellpapier machen kann, ein bisschen trocknen. Durchaus einen coolen Hintergrund erzeugen. Jetzt weiß ich nur nicht, wenn es trocken ist. Wie ist dann mit dem Metallic aus? Ich habe jetzt einfach nur ein Stück Pappe genommen. Vielleicht sollte man das auch noch mal. Vielleicht sollte man das auch mal auf Aquarellpapier probieren. Aber dass das auf dieser Folie. Das könnte man ja quasi. Wo ich meinen Stift jetzt hingeschmissen, die zwei ich genommen habe. Quasi. Noch auf so eine Folie malen, ob das trocknet. Beziehungsweise, man könnte ja auch stempeln und irgendwas ausmalen. Hier so. Für Testzwecke. Lassen wir mal gerade einen Augenblick trocknen. Genau. So, das war eigentlich so das, was ich im Action geholt habe. Mal gerade hier gucken. Sieht ja interessant aus. Naja, ich glaube, wenn es trocken ist. Was man auch noch mal ausprobieren könnte. Ich glaube, da mache ich da mal ein extra Video zu. Also gefallen tun mir die schon ganz gut. Das Blaue ist jetzt noch nicht trocken. Man kann auch Folie schreiben. Jetzt probieren wir aber noch eins aus, wenn wir uns jetzt das Tuch ein bisschen nass machen. Und das wegwischen kann von der Folie. Könnte man die vielleicht auch als Whiteboard-Marker nehmen, aber das will ich euch nicht versprechen, dass das da abgeht.
Aber testen kann man das ja mal. Also mit Wasser geht's ab. Da gibt es bestimmt ganz viele Möglichkeiten, wie man das jetzt, die Stifte verwenden kann. Also mir gefällt das Metallische sehr gut. Kommt auch gut rüber. Hier sieht man, dass es noch nicht ganz trocken ist. Toll. Also das sind mal Stifte, die kann man gebrauchen. Gut, so ihr Lieben, das war mein Action Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das würde ich nochmal auf Aquarellpapier machen. Mit dieser Wassertechnik. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Schick. Mal gucken, wie es trocken ist. Und ich mache es mal lieber außerhalb der Kamera. Stützen ein bisschen. Genau, das war mein Action Haul. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Daumchen hoch. Und ihr könnt ja mal berichten, ob ihr auch diese schönen Blöcke bekommen habt für Karten, beziehungsweise was ihr zu den Stiften meint. Und ja, bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke drückt, werdet ihr informiert, wenn es neue Videos gibt. Ich mache weiter und werde euch immer, soweit es die Zeit und alles andere erlaubt, zeigen, was es so Schönes im Action gibt, was man damit machen kann. Ja, ich glaube, als nächstes machen wir mal so eine Reihe mit Stiften, Kolorieren. Und. Ah, ich habe noch was vergessen. Ich habe ja noch ganz was vergessen. Ich habe mir diese Watercolor Pencils, also die Buntstifte geholt. Die sollen wasserverteilbar sein. Und in dem Zuge würde ich einfach sagen, wir testen die Stifte. Wir testen die Wasserfarben. Da habe ich euch ja die Stempelabdrücke mit dem Hasen gezeigt, die es übrigens bei Kreativdepot gibt. Und dann würde ich einfach mal sagen, na, hier sind sie. Ich koloriere die mal mit den Stiften. Das wird da wahrscheinlich nicht gehen, kann ich mir nicht vorstellen, aber man kann es ja mal testen. Und würde da einfach mal ein extra Video zu tun, dafür drehen und dann könnt ihr mal gucken, ob das was für euch ist oder nicht. Aber das finde ich das Ergebnis schon mal ganz nett. Wie gesagt, danke fürs Einschalten. Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich verbessern kann. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.